Herzlich willkommen an diesem Wochenende. Ich bin Margret Marincolo und heute spreche ich über die 9 Symptome, die sich bei dir einstellen, wenn du den Dualseelen- oder Seelenpartnerprozess vollendet hast. Und wenn ich von Vollendung spreche, dann meine ich, dass es sich für dich rund anfühlt. Ich habe dieses Gefühl, dass wir nie am Ende sind und dass dich und mich, dass uns dieser Dualseelenprozess oder Seelenpartnerprozess in ganz neue Prozesse hinein katapultiert. So, wenn du den gemeistert hast, dann zündet sozusagen die nächste Turbostufe und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Zuerst mal die 9 Symptome, die lese ich ab, damit ich die hier. Das erste Symptom ist Frieden. Ich sage gleich einzeln zu den Symptomen was. Das zweite ist Achtsamkeit. Dritte, Selbstreflexion. Das vierte, du hast deine Energielecks geschlossen. 5, Gleichmut gegenüber deinem Seelenpartner oder deiner Dualseele. 6, Sehnsuchtsverlust, spannendes Symptom. 7. Symptom, Verliebtheit. 8. Symptom, Beziehungswahl, und zwar bewusst. Und das 9. Symptom ist Akzeptanz. So, ich fange mal an mit dem ersten Symptom, Frieden. Frieden ist etwas, was sich vielleicht nicht den ganzen Tag über realisieren lässt, aber Frieden ist etwas, was sich immer wieder über den Tag verteilt bei dir einstellt. Frieden ist, wenn du spürst, dass du nicht dein Körper bist. Frieden ist, wenn es diese Momente gibt, wo du wirklich in die Stille eintauchst, wo du weißt, dass du mit allem verbunden bist. Frieden ist, wenn da draußen um dich herum gerade ein Kampf tobt und du doch in dir ruhst. Frieden ist, wenn du unabhängig bist von den äußeren Dingen, weil du verstanden hast, dass sich Frieden immer zuerst im Inneren einstellt. Wie anscheinend verrutscht hier mein Handy selbstständig. Ist hier so glatt auf meinem Tisch. So, probieren wir es nochmal so. Frieden ist, wenn unter allen Emotionen, die gerade in dir brodeln, doch ein Gefühl ist von, ich fühle mich wohl in meiner Haut und ich fühle mich wohl, wie ich gerade bin. Das rutscht hier. Ich stelle jetzt mal ein Papier drunter, mal sehen, ob es dann geht. Ich bin ja noch am Testen mit meiner neuen Videoanlage hier. Also du spürst Emotionen, das heißt nicht, dass du immer im absoluten Glück oder immer in einer Form von Ekstase bist. Frieden ist, dass du zu dem tiefen Meer in dir, zu dem tiefen Ozean, oder für mich fühlt sich das auch oft an wie Grundwasser. Also wenn ich in die Meditation oder bewusst in die Stille gehe, dann stelle ich mir wirklich vor, ich tauche in eine spiegelglatte Meeresoberfläche, vielleicht ist sie auch bewegt, und sobald ich die ersten Schichten zurückgelassen habe, sobald ich tiefer tauche, da oben hat es vielleicht Wellen, da oben hat es vielleicht sogar einen Sturm, aber umso tiefer ich tauche, umso ruhiger wird es da, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ich noch tiefer komme auf den Meeresgrund quasi, da ist es immer still. Da ist immer Ruhe und Frieden. Ja? Und da unten ist irgendwie das Grundwasser. Da unten
sind wir alle miteinander verbunden. Und du kommst durch diesen Prozess immer mehr in dieses friedvolle Gefühl. Damit will ich es mal belassen, wie du in den Frieden kommst. Das ist wirklich sicherlich eine Praktik von Meditation, denn Frieden kannst du nicht im Außen erzeugen, sondern wenn du Frieden für dich finden möchtest, dann ist der in dir zu finden. Und wenn du in dich eintauchst, dann ist es wirklich wichtig, die Außenwelt still sein zu lassen, egal was gerade dein Seelenpartner macht oder dein Dualseel, ob sie sich meldet oder nicht. Finde einen Punkt in dir oder eine Stelle in dir, wo du eben diesen Frieden spüren kannst. Ja. Zweites wichtiges Symptom ist Achtsamkeit. Also du beobachtest dich immer mehr bei dem, was du tust, bei dem, was du denkst. Achtsamkeit heißt noch nicht unbedingt, etwas besser zu machen. Achtsamkeit heißt einfach, dass du sagst, aha, jetzt bin ich gerade wieder ungeduldig oder aha, jetzt schiebe ich gerade wieder die Schuld auf meinen Seelenpartner. Aha, jetzt habe ich gerade wieder den destruktiven Gedanken. Aha, jetzt kommt wieder der Glaubenssatz hoch. Aha, jetzt glaube ich, etwas nicht tun zu können, weil ich so eine schwere Kindheit hatte. Also Achtsamkeit bedeutet erstmal, dass du einen sehr starken Beobachter hast, der kommentiert, der, egal was du gerade denkst, was du gerade fühlst, dieses Aha, jetzt tue ich das und das. Also der sagt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern der sagt einfach immer nur, aha, ich mache das. Und das ist die Achtsamkeit, mit der du dann auch durchs Leben gehst. Ich hatte heute ein paar unachtsame Momente, wo ich an Leuten so kopfnickend vorbeigegangen bin, die mich angelächelt haben. Und dann kam dieses, aha, Margret, du warst gerade unaufmerksam oder unachtsam. Und das ist mir beim Joggen passiert. Und dann habe ich die nächsten zwei Menschen, die mich angelächelt haben, da bin ich kurz stehen geblieben und habe Hallo gesagt. Und wir haben ein paar Worte getauscht. Und es war sehr schön, einfach durch diese Achtsamkeit zu beobachten, wie schnell habe ich im Außen wieder eine Situation geschaffen, die mir Freude macht, ja, so. Das dritte Symptom ist die Selbstreflexion. Und Selbstreflexion, oder du kannst dich, wir neigen natürlich dazu, erstmal die Dinge, die uns nicht so gut gefallen, darüber nachzudenken. Und da ist es natürlich schon mal wichtig, dich selbst zu reflektieren und zu sagen, na Mensch, da war gerade jemand sehr aufgebracht oder da war gerade jemand sehr frech zu mir oder da hat mich gerade jemand nicht wertgeschätzt. Und dann sofort in die Reflexion zu gehen und zu sagen, wann habe ich denn das letzte Mal einen anderen Menschen nicht wertgeschätzt? Oder aber, und das ist der viel wichtigere Punkt, wann habe ich mich in den letzten Tagen selbst nicht wertgeschätzt? Und du schätzt dich immer dann nicht wert, wenn du Dinge tust, bewusst tust, wo du weißt, die tun dir gerade nicht gut, aber du tust es trotzdem und du machst es immer wieder. Ja? Also zum Beispiel, du lässt dir viele Dinge von deinem Seelenpartner, von deiner Dualseele oder einfach auch von deinem Partner gefallen, die sich für dich so anfühlen, als verletzen sie dich. Also du fühlst dich verletzt durch die Handlung, das tut dir weh, die Handlung des anderen, und du bist aus Angst oder aus Zweifel heraus einfach nicht in der Lage, Stopp zu sagen, weil du vielleicht Angst hast, deinen Partner zu verlieren. Und wie gesagt, es geht ja da noch nicht darum, da was zu ändern, sondern erstmal selbst zu reflektieren und zu sagen, aha, der Mensch ist so zu mir, weil ich einem anderen Menschen so gegenübertrete oder weil ich mir selbst so gegenübertrete. Also im Prozess, im Seelenpartner, im Dualseelenprozess wirst du dich immer bewusster, dass das, was dir die Menschen da draußen reflektieren, dass du da dein Inneres drauf projizierst. Also du schätzt dich selbst nicht wert und wirst nicht wertgeschätzt. Du übertrittst immer wieder deine eigenen Grenzen, deshalb übertreten andere Menschen deine Grenzen. Du bist nicht im Dialog mit dir. Andere Menschen ziehen sich aus dem Dialog zurück. Zum Beispiel Kommunikation schläft ein, weil du
dir selbst keine Antworten gibst, weil du hoffst, dass die Antworten immer von außen zu dir kommen. Okay. Das vierte Symptom, du hast deine Energielecks geschlossen. Und das ist ein unglaublich wirkungsvolles, also ein unglaublich schönes Symptom, wenn du merkst, dass du deine Energien bei dir hast, dass du wirklich in einer vollen Präsenz bei dir bist, mehr oder weniger. Es gibt immer tägliche Energielecks, die uns kurzzeitige Energiefresser. Die großen Energielecks oder das große Energieloch, wo das schwarze Loch, wo ständig deine Energie abgezogen wird, ist im Grunde die Gedanken, die du ständig um deinen Seelenpartner oder um deine Dualseele hast oder auch um einen anderen Menschen, der von dem du nicht loskommst. Ich will jetzt dem mal noch nicht immer unbedingt Namen geben. Und du hast kaum Energie für dich. Du schaffst deine Arbeit nicht besonders gut. Du schaffst es nicht, deine Ziele zu verwirklichen, wie zum Beispiel Sport zu machen, zu meditieren, etwas zu lesen, dich weiterzubilden, irgendetwas vielleicht in deiner Wohnung zu verändern. Du hast viele Dinge dir vorgenommen, aber du kommst nicht dazu, die zu machen, weil dir fehlt immer Energie. Und die Energie steckst du eben in diese Energielöcher. Das heißt, die wird dir direkt abgesaugt, wie so ein, stell dir da so einen überdimensionalen Dyson-Staubsauger vor, der dir wirklich immer wieder deine Energien wegsaugt, indem du zum Beispiel immer wieder zulässt, dass deine Gedanken sich um deinen Seelenpartner kreisen. Wann komme ich mit ihm zusammen und hat er jetzt eine andere und was macht er mit der anderen und wie wird es ihm gehen, denkt er an mich und so weiter und so fort. In diesem Prozess wirst du merken, dass sukzessive die Gedanken abnehmen. Du hast einmal so ein Geistesblitz, ah ja, mein Seelenpartner, so und so. Mensch, wo bin ich da vor 2 Jahren noch gewesen und wie ging es mir da? Mensch, heute geht es mir gut. Also das heißt nicht, dass du nicht mehr einen Gedanken hast, aber diese Gedanken kommen wie ein Spot. Also die sind plötzlich da. Ah ja, der zum Beispiel. Nennen wir ihn Hugo. Ah, da ist Hugo wieder, ja. Und dann, so wie Hugo da ist, ist er auch wieder weg. Also du kannst dich von dem Gedanken lösen und schnappst dir einen Gedanken, der dich wirklich fasziniert. Also ein Gedanke, dem du wirklich nachgehen möchtest, weil dieser Gedanke dir Energie bringt. Und das könnte zum Beispiel sein, wie du in deiner Berufung weiterkommst. Wo bist du? Möchtest du in 5 Jahren sein, in deiner persönlichen Entwicklung? Ja, einfach auch mal zu sagen, hey, wo will ich sein? Und das sind Gedanken, die bringen dir, die geben dir Energie. Da kannst du Energie gewinnen. Also wichtig ist, die Energielöcher müssen gestopft werden. Und das machst du einfach, indem du es nicht mehr zulässt, dass irgendwelche überdimensionalen Staubsauger dir deine Energien absaugen. Im Prozess merkst du immer wieder, wie du diese Löcher schließt. Und das machst du bewusst, indem du dich fokussierst auf das, was du wirklich willst. Und immer dann, wenn deine Gedanken sich automatisch verselbstständigen, immer sagst, hey, stopp. So, ich denke jetzt daran. Also bewusst Gedankenlenkung. Und das ist eine Übung wie Liegestütze, eine Übung wie Klimmzüge, eine Übung wie was auch immer, Kniebeugen, Planks, was auch immer du machst. Du wirst immer besser, immer effektiver auch, wenn du es probierst, okay? Fünftens, Gleichmut gegenüber deinem Seelenpartner. Und bei mir hat sich das am Anfang so ein bisschen wie Gleichgültigkeit angefühlt. Also ich habe das Gefühl, dass zuerst so eine Art Gleichgültigkeit war. Da war aber noch so ein bisschen so ein Unterton, so wie brauche ich doch nicht, habe ich doch längst hinter mir. Aber wenn ich genau hingehört habe, war da noch so ein bisschen Frust, da war noch so ein bisschen vielleicht Enttäuschung, da war noch so ein bisschen das Ego, ja, das Ego oder das kleine innere Kind, was eben seinen Willen nicht gekriegt hat, das hat noch mal so ein bisschen, mir doch egal, weißt du, das hat so ein bisschen hochnäsiger getan, oder so ein bisschen relaxter, als es wirklich war. Und du merkst dann, dass ich aus dieser Gleichgültigkeit, die noch so ein bisschen falsch ist, ein bisschen gespielt ist, die entspannt sich immer und immer mehr und da kommt Gleichmut. Und gleichmütig ist ein friedvolles Gefühl. Also Gleichmut ist
Du kannst dir jegliche Situation vorstellen. Du kannst dir vorstellen, du begegnest deinem Seelenpartner auf der Straße mit seiner Freundin, mit seiner Frau, mit seinen Kindern und ja, wir hatten mal was miteinander, wir waren mal ein Paar oder es war mal eine sehr innige Sache. Aber du könntest ihn jetzt auch beglückwünschen zu seinem Leben und du könntest dich einfach freuen und du würdest weitergehen und hättest auch diese Episode schon wieder vergessen. Also das ist etwas, was sein darf, was aber nicht mehr Energie bindet. Also Gleichmut ist, hat vielleicht auch ein bisschen ja was mit Mut zu tun, also sich das überhaupt auch zu trauen, diesen Gedanken zu denken. Also ich glaube, Gleichmut erfordert erstmal auch Mut, diesen Weg zu gehen und er stellt sich dann ein. Ja? Also du wirst einfach merken, dass das ist nicht eine Art Egalität. Ich könnte sagen, dein Seelenpartner ist dir egal, aber du respektierst seine Wahl und du bist neugierig vielleicht, wie es ihm geht und du freust dich auf eine sehr friedvolle Art mit ihm, mit dem, wo er gerade steht. Und selbst wenn er sich überhaupt nicht entwickelt hätte, wäre das für dich völlig okay. Ich glaube, darum geht es. Sechster Punkt, sechstes Symptom, Verlust der Sehnsucht, Sehnsuchtsverlust. Und das war für mich eines der schwierigsten Symptome. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, was ist denn los? Ich habe keine Sehnsucht mehr. Und diese Sehnsucht ist mir nicht nur abhanden gekommen, was mein Seelenpartner betrifft, sondern auch generell. Also ich kann sagen, ich habe seit 2 Jahren keine Sehnsucht mehr und das hat nichts damit zu tun, ob ich verliebt bin oder nicht und ob ich den Menschen sehen kann, mit dem ich gerade zusammen bin oder nicht. Da ist immer irgendwie nur Vorfreude auf das nächste Mal da, wo man sich sieht. Es ist irgendwie keine Sehnsucht. Und am Anfang war das ein sehr schwieriges, war das für mich sehr schwierig, weil ich die echt vermisst habe. Ich habe die Sehnsucht vermisst. Ich habe gedacht, muss doch mal wieder Sehnsucht kommen und Sehnsucht war doch irgendwo auch schön. Und also ich hatte am Anfang, hat mir die Sehnsucht gefehlt, also ich hatte Sehnsucht nach der Sehnsucht. So, ich glaube, das war so das Anfangsstadium, Sehnsucht nach der Sehnsucht und dann war die Sehnsucht nach der Sehnsucht auch weg. Und dann kam ich noch mehr in den Frieden. Und es ist ein Gefühl jetzt, als ist immer alles richtig und alles gut. Und du kommst wieder in den Zustand wie so ein Kind, wo sich sehr bewusst und sehr euphorisch mit einer Sache beschäftigt. Also man spielt jetzt mit diesem Stift und ist voll drin. Ja? Also dein Partner ist jetzt da und du beschäftigst dich mit ihm und bist voll bei deinem Partner, bist voll präsent. Und dann geht er weg. Und der Stift fällt dir aus der Hand und du hast schon vergessen, dass er gerade gar nicht da ist und du nimmst irgendwas anderes und beschäftigst dich. Das könnte eben zum Beispiel sein, etwas, was du lernst oder etwas, was du für deinen Job tust und du bist so wieder in deinem Job, bist so damit beschäftigt, bis wieder klingelt oder einen Anruf kriegst, dann ist wieder ein Partner dran und du beschäftigst dich wieder mit ihm. Diese Sehnsucht fehlt, also das gibt es gar nicht mehr und ich habe dann auch gemerkt, dass Sehnsucht immer auch etwas ist irgendwie an Selbstwertgefühl gekoppelt. Also ich habe das Gefühl, wenn der Selbstwert noch nicht über ein bestimmtes Level ist, dann ist die Sehnsucht da. Und also ich möchte nicht sagen, dass ich bei 100 Selbstwert bin oder so, um Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Ich bin vielleicht auf einem Level, wo eben die Sehnsucht schon weggefallen ist. Und ich weiß nicht, ob jemand Selbstwert messen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man das misst. Ich weiß einfach, dass ich mich sehr wohl fühle in meiner Haut, bis auf wenige Momente am Tag, wo das nicht so ist. Und die Sehnsucht ist weg. So, siebtens Verliebtheit. Und das ist ein unglaublich schönes Symptom. Du verliebst dich am laufenden Band in Menschen. Und es ist keine sexuelle Verliebtheit. Das gibt es natürlich auch, also mal davon abgesehen. Sondern du lässt dich auf Menschen ein, auf eine ganz andere und neue Art und Weise. Du triffst dich mit Menschen, mit denen du dich
vorher nicht getroffen hast, denn du lässt auch wieder deine Grenzen fallen. Das könnte ich auch noch nehmen. Also die, das nehme ich nachher noch mit rein. Und du siehst die Menschen viel tiefer. Du bist auf eine andere Art und Weise verbunden und du verliebst dich am laufenden Band in Menschen. Also du bist irgendwie tief connected. Du spürst, dass du in jedem Menschen auch dir selbst begegnest. Und du, wenn du das Schöne siehst in den Menschen, weißt du, dass du das ja auch projizierst und dass das Schöne ja auch in dir steckt. Und da kriegst du unglaublich viel Anerkennung, Wertschätzung und Liebe auch zurück aus dieser Verliebtheit, die, die passiert, wenn du dich in andere Menschen verliebst. Das achte Symptom ist die Beziehungswahl. Und ich kann das eigentlich einfach so stehen lassen, weil du wählst deine Beziehung. Du schlitterst nicht mehr einfach in eine Beziehung rein. Du sagst dir nicht, ja, ich habe mich halt verliebt. Wir haben uns halt getroffen, ich habe mich verliebt und jetzt bin ich in einer Beziehung. Sondern nee, kann schon sein, dass du dich verliebst. Du hast eine Liste, da steht drauf, wie du eine Beziehung leben möchtest. Da steht drauf, welche Eigenschaften dein Partner mitbringen darf. Und wenn du dich verliebst, dann überprüfst du, ah, ist er sportlich? Ist er liebevoll? Kann ich mit ihm gut kommunizieren? Hört er mir zu? Übernimmt er auch mal das Kochen? Je nachdem, was für dich wichtig ist, bildet er sich weiter? Nimmt er sich selber nicht so wichtig? Und so weiter. Also du hast eine Liste und du überprüfst es. Und wenn du der Meinung bist, ah, ja, das stimmt ja. Also ich habe mich verliebt, Hormone spielen verrückt und meine Liste wird erfüllt. Jetzt gehe ich mit diesem Menschen in eine Beziehung. Es mag erstmal nicht romantisch klingen, aber das ist genau der Punkt. Du wählst, denn du hast ein ganz neues Bild hier von einer Beziehung geschaffen und du wählst eine Beziehung mit einem Menschen. Du schlitterst dann nicht mehr automatisch rein. Neunter Punkt ist Akzeptanz. Und Akzeptanz heißt, du akzeptierst erstmal alle Dinge, die so da sind. Die Akzeptanz stellt sich irgendwo ein. Also die Reihenfolge, die ich jetzt habe von 1 bis 9, die, das heißt jetzt nicht, erst kommt das Erste, dann kommt das Zweite, sondern das ist eine Art Muster. Also stell dir das vor wie ein weißes Blatt, wenn du anfängst in diesem Prozess und plötzlich kommen da kleine Punkte und diese Punkte bilden Muster und diese neuen Punkte werden zu einem wunderschönen Muster, was sich durchwebt und jedes Symptom begünstigt wieder das nächste Symptom. Und Akzeptanz, also etwas zu akzeptieren, heißt ja erstmal nicht, sich darüber zu freuen, sondern du sagst, es ist, wie es eben ist und ich bin einverstanden mit der Situation, denn ich habe mir diese Situation kreiert. Das heißt, auch aus der Opferrolle rauszugehen in die Schöpferposition und zu sagen, aha, ja, aus irgendeinem Grund habe ich mir diesen Umstand geschaffen. Ich habe es wahrscheinlich unbewusst gemacht. Und deshalb mag ich es jetzt nicht. Ich habe noch nicht gelernt, wie ich das besser, wie ich mein Leben besser kreieren kann. Ich akzeptiere es, ich umarme das. Ich gehe auf das, was ich geschaffen habe, mit einem offenen Herzen zu. Und mit dem offenen Herzen zugehen, da komme ich zum letzten Punkt, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, bleiben wir bei neuen Symptomen. Wenn du akzeptierst, reißt du auch wieder die Grenzen nieder, denn du weißt, dass dich da draußen nichts verletzen kann, sondern dass alles, was dich da draußen verletzt, etwas ist, was du im Inneren hast. Das heißt, du müsstest ja Grenzen in deinem Inneren aufbauen. Und das ist ja völliger Bullshit, weil du wirst dich ja nicht selbst begrenzen. Also das heißt, du reißt die Grenzen nieder, du guckst, was ist da drin noch an Aggressivität, an Schmerz, an Wunden, die geheilt werden wollen. Und du stellst täglich fest, wie sich deine Welt da draußen heilt, wie deine Welt immer schöner und heiler und fröhlicher und leichter wird. Ja? Das waren die neuen Symptome. Es gibt auch am Sonntag das Wort zum Sonntag. Also ich verlinke es dann mit unter dem Video. Da ist das nochmal alles aufgeschrieben. Da kannst du auch nochmal nachlesen.
Zum Dualseelenprozess. Es geht beim Dualseelen- oder Seelenpartnerprozess um dich. Wenn du da durch bist, geht es dir gut. Wenn du da durch bist, ist es dir egal, welchen Partner du an deiner Seite hast. Also egal, du wählst bewusst einen Partner. Es muss aber nicht die Dualseele sein, es muss nicht irgendein Seelenpartner sein, sondern du hast ein Bild von deinem Partner im Kopf oder im Herzen oder am besten überall, am ganzen Körper. Und du erschaffst dir diesen Menschen durch deine Gedanken und durch deine Gefühle. Und wenn die Dualseele wieder auf dem Plan erscheint, wunderbar. Wenn nicht, dann kommt ein anderer, der dieses Gefühl, was du mit der Dualseele hattest, noch toppt. Und das kann ich dir versprechen. Der Prozess verläuft nicht bei beiden gleich. Also wenn du jetzt fragst, ja, wann ist denn mein Eigelb soweit oder der Gefühlsklärer oder der Kopfmensch? Wenn du die Frage stellst, dann bist du im Dualseelenprozess sowieso noch nicht so weit, denn diese Frage wirst du ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr stellen, weil du weißt, dass es um dich geht. Und wenn du durch bist, spielt es keine Rolle mehr, wie weit er ist. Es kann sein, er ist in 3 Monaten genauso weit, es kann sein, er braucht 3 Jahre, es kann sein, er braucht 10 Jahre. Also das ist ein individueller Prozess und das hast du dir auch schon kreiert. Also das ist etwas, was du dir schon erschaffen hast. Ich habe Karten entwickelt, die sind, also mit denen arbeite ich schon. Ich habe sie noch nicht verkäuflich, die kommen im nächsten Monat. Da gibt es dann auch ein Auto, wollte ich sagen, ein Audio, ein Video. Mein Gott, da gibt es dann auch ein Video dazu, wie du mit diesen Karten, also das sind 43 Stück, wie du mit diesen Karten legst und wie du feststellst, in welcher Phase des Prozesses du bist. Das erkläre ich dann mal für die, die das interessiert. Da verlinke ich dann auch die Karten. Wer jetzt schon die Karten anschauen will, der geht auf meine Seite, margret-marinkolo.com. Und was du tun kannst für dich ist, ich bleibe mal beim letzten Punkt in Akzeptanz, dir Gedanken zu machen, was du in der kommenden Woche alles annehmen, umarmen und akzeptieren möchtest. Und fang besonders mit den Dingen an, die dir Schwierigkeiten bereiten. Also akzeptiere die Dinge, die du erstmal wegrationalisieren willst. Weil ich verspreche dir, wenn du sie akzeptierst, wandeln sie sich von alleine. Also alles, was du nicht mehr willst, nimm an, akzeptiere, umarme. Gibt auch auf meiner Homepage unter Selbstliebe, glaube ich, der erste Schlüssel, der heißt Akzeptieren. Da kannst du es auch nochmal nachlesen. Da steht sehr ausführlich etwas darüber. Ja, du bist auf dem Weg. Es spielt gar keine Rolle, in welcher Phase du bist, denn wenn du mal angefangen hast, dann surfst du automatisch durch diesen Prozess. Und wenn du Spaß hast, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Es gibt jede Woche ein Video zum Thema Dualseelen. Und mein Anliegen ist, dich durch diesen Prozess zu begleiten, indem ich dein Inneres stärke, indem ich dich auf dein Innenleben aufmerksam mache, indem ich dir helfe oder dich befähige, wieder zum Schöpfer deines Lebens zu werden und aus der Opferrolle rauszuspringen. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Deine Margret. Tschüss.